Wenn du das Meer gemacht hättest, hättest du es zahm gemacht? Den Jever-Spot kennt bestimmt jeder. Aber fragen wir weiter. Und wenn du ein Bier gemacht hättest, wo und wann würdest du dafür werben? Doch am liebsten kurz bevor die Jungs losziehen, um die Häuser und durch die Kneipen zu ziehen. Noch besser, wenn sie gerade auf dem Weg in die Kneipe sind. Aber doch sicher nicht morgens früh, wenn den wenigsten der Sinn nach Bier steht, oder? Und wenn du ein Kaffee wärst, wann würdest du dann werben? Würdest du dir ein Medium und einen Augenblick aussuchen, der so weit wie möglich vom Kaffeegenuss entfernt ist? Ein Augenblick, in dem man an alles Mögliche denkt, nur nicht an Kaffee. In dem jeder Konsument denkt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, kriege ich die ganze Nacht kein Auge zu. Ein Augenblick also, der für eine Kaffeebotschaft an Irrelevanz und Kontraproduktivität kaum zu überbieten ist. Genau das machen Dallmayr, Nespresso und viele andere Kaffeehersteller mit Hilfe ihrer oberschlauen Mediaagenturen. Sie werben im Fernsehen abends um und nach 11 Uhr. Und warum machen sie einen solchen Blödsinn? Weil die Sendeplätze nach der Primetime billiger sind. Sie besitzen noch eine ganz ordentliche Reichweite, aber einen deutlich geringeren 1000-Kontaktpreis. Der TKP und die Wirtschaftlichkeit entscheiden hier über den Sendeplatz, nicht die Relevanz. Nicht der geeignetste Touchpoint, nicht die Bedürfnisse der Konsumenten. Das ist Werberealität in Deutschland im Jahre 2017. Bravo! Es ist eine Maschinerie, die das entscheidet. Eine Software, die weiß, dass dieser Sendeplatz billiger ist als andere. Das ist höflich gesagt strohdumm. Falsche KPIs entscheiden über den Sendeplatz. So gelangen TV-Spots für Marken wie Always, Febreze und Pampers nachts um 2 Uhr in Horrorfilme. Die reinen Zahlen des TKP, des TV-Flights sehen übrigens ganz gut aus. Die Reichweite stimmt, der TKP ist unschlagbar. Nur der Werbeerfolg, der bleibt meist aus. Bleiben wir noch einen Augenblick bei Procter & Gamble. Wie verblüfft müssen die Manager des Marketing-Vorbild-Giganten geguckt haben, als der weltweite Abverkauf ihrer zahlreichen Marken im letzten Jahr um 8% einbrach. Plötzlich hatten sie 6 Milliarden Dollar weniger in der Kasse. Das ist fast so viel, wie sie weltweit für Werbung ausgeben. Was war geschehen? Dass der falsche Einsatz von Medien zu dem Verkaufseinbruch geführt habe, unterstellt der renommierte US-Werber und Autor Bob Hoffman. Er nimmt an, dass der Shift von TV zur Online-Werbung, den P&G in den letzten Jahren vornahm, für dieses katastrophale Ergebnis zumindest mitverantwortlich ist. Sie hatten ihre TV-Ausgaben massiv gekürzt und dabei den Anteil Online-Werbung auf ein Drittel hochgeschraubt. Das ist für FMCG ziemlich viel. Wer das tut, verschiebt seine Gelder von einem One-to-Many-Massenmedium in einen digitalen Kanal, der seine Wirkung bestenfalls One-to-One entfaltet. Auf diesen Trugschluss kommen wir noch zurück. P&G verkündete inzwischen, dass sich das Targeting bei Facebook als nicht wirksam erwies und man wieder auf massentaugliche Medien setze. Das scheint Bob Hoffman recht zu geben. Man hätte P&G aber auch vorher sagen können, dass sich Frauen auf Facebook nur ungerne von Always-Binden retargeten lassen. Pepsi hatte 2010 einen ähnlichen Rückzieher gemacht, nachdem sie beim Super Bowl ein 20-Millionen-Dollar-Shift von TV zu Online augenblicklich 5% Marktanteil gekostet hatte. Auch Coca-Cola kündigte kürzlich an, seine Digitalstrategie zu überdenken. Kein Wunder, Werbung soll ja den Umsatz ankurbeln, nicht behindern. Oder habe ich da was missverstanden? Doch das Online-Drama nimmt kein Ende. Nach dem Abrutschen der Klickraten auf inzwischen weltweit nur noch 0,6 Promille, das sind 6 Klicks auf 10.000 sichtbare Banner, und einem fulminanten Anstieg der Adblocker, der relevante Zielgruppen per se online unerreichbar machen, erfahren wir, dass bis zu 60% des Internet-Traffics auf Bots zurückzuführen ist und dass mehr als ein Drittel des gesamten Daten- und Klickverkehrs betrügerischen Ursprungs ist. Der US-Werbekundenverband ANA schätzt, dass Botnets jedes Jahr einen Schaden in Höhe von 7 Milliarden Dollar anrichten.
Die Werbeholding WPP schätzt den Schaden sogar noch höher, nämlich auf 12 Milliarden. Finde ich immer schön, dass die Verursacher mitspielen. Laut der World Federation of Advertisers werden betrügerische Klicks, also der sogenannte Ad Fraud, bis 2025 die zweitgrößte Quelle organisierten Verbrechens sein. Nach dem Handel mit Drogen übrigens. Und die UK-Fachpresse scherzt derweil, die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, ist inzwischen höher, als auf einen Banner zu klicken. Das ist übrigens das Geld unserer Werbekunden, das da durch den digitalen Schornstein geblasen wird. Mittlerweile hat das P&G erkannt, ihr weltweiter Marketingchef Mark Pritchard proklamierte jüngst, Online-Werbung ist bestenfalls trübe, schlimmstenfalls betrügerisch. Das sind mal klare Worte aus der Sicht des größten FMCG-Unternehmens der Welt. Zuletzt stürmte P&G erneut durch die Fachgazetten. Sie hatten im zweiten Quartal 140 Millionen Dollar an Online-Werbung einfach gestrichen. Die Begründung? Man hat dort gekürzt, wo die Werbung nachweisbar unwirksam war oder an Bots ausgeliefert wurde. Es hätte keinen Effekt auf das Geschäft gehabt, womit erwiesen sei, dass diese Digitalwerbung wohl unwirksam war. Dass Facebook, der Kollege von Facebook wird sich jetzt freuen, dass Facebook jahrelang aufgrund eines Rechenfehlers, ja, die machen Rechenfehler, eine um bis zu 80% überhöhte Videosehdauer veröffentlichte, das sei hier nur am Rande erwähnt. Zuletzt mussten sie auch noch eingestehen, Brutto als Netto-Reichweiten ausgewiesen zu haben. Der Unterschied ist nicht jedem bekannt. Facebook wird immer wieder überführt, falsche Zahlen zu liefern. Nun stehen sogar ihre Nutzerzahlen in der Kritik. Für die USA meldet der Ad Manager eine Reichweite von 60 Millionen Personen im Alter von 25 bis 34. 60 Millionen. Dort leben aber nur 45 Millionen in dieser Altersgruppe. Es ist der, entschuldigen Sie bitte, feuchte Traum aller Mediaplaner. Endlich Reichweiten von über 100%. In UK verzeichnet Facebook ein Potential Reach von 2 Millionen mehr 18- bis 24-Jährigen, als laut Zensus dort leben. In Australien melden sie knapp 2 Millionen mehr Menschen in der Altersgruppe 15 bis 40, als dort leben. In Deutschland liegt Facebook ebenfalls um 3 Millionen neben der Spur. Sie behaupten in der Altersgruppe der Trends, von denen es 9 Millionen gibt, eine stolze Reichweite von 12. Kaum eine Zahl, die von den Online-Plattformen geliefert wird, ist überprüfbar. Viele erweisen sich schlichtweg als falsch. Umso erstaunlicher, dass Werbekundenagenturen immer mehr Geld in die digitalen Medien pumpen. Aus einer faszinierenden neuen Medienplattform haben wir binnen kürzester Zeit ein Gammelmedium gemacht. Experten wie der Telekom-Marketing-Chef Schwingen sprechen von einer digitalen Besoffenheit der Marketing- und Werbebranche. Christian Meyer, Mediachef von Müllermilch, verantwortlich für ein Etat von 100 Millionen Euro, nennt es schlichtweg das digitale Bordell. Die ganze digitale Werbewelt gleicht immer mehr einem riesigen Misthaufen, der zum Himmel stinkt. Programmatic, die automatische Aussteuerung von Online-Werbung, entwickelt sich immer mehr zu einem Monster. Im September warnte die Financial Times ihre Kunden vor Domain-Spoofing, dem jüngsten Sprössling aus der Abteilung Online-Betrug. Sie hatten auf 10 Ad-Exchanges insgesamt 300 Accounts entdeckt, die so tun, als seien sie FT.com. Die Werbung der Unternehmen, die programmatisch ausgelieferte Werbung der Unternehmen, läuft dort ins Leere. Und der Verlust für die FT beträgt 1 Million Pfund pro Monat. Geld, das sie dringend für die Redaktion brauchen. Ich breite jetzt hier nicht die Brand-Safety-Diskussion um Werbevideos auf IS-Seiten aus. Aber Judy und Fireball, die verdienen Erwähnung. So heißen die jüngsten Entdeckungen an der Ad-Fraud-Operations-Front. Diese Programme erzeugen und verbreiten bis zu 30 Milliarden Ad-Impressions pro Minute. Wozu wohl? Gott sei Dank sind ja unsere Online-Märkte komplett gegen solche Machenschaften abgesichert. Oder? Wer glaubt denn ernsthaft, das betrifft nur den US-Markt? Nach einer Untersuchung der Cybersecurity-Experten von Oxford Biochronomatics können 90% des Online-Traffics einer deutschen Digitalkampagne aus Bot-Traffic bestehen. Die Werbung wird an Maschinen ausgeliefert, die suggerieren, dass ein Verbraucher aus Fleisch und Blut sie betrachtet. Jetzt aber genug der Probleme.
die uns die digitale Werbewelt beschert. Kommen wir lieber zu möglichen Lösungen. Blenden wir dabei die ganzen Buzzes um die sogenannte 360-Grad-Kommunikation, Content-Marketing, Influencer-Marketing und Native-Advertising einfach mal aus. Betrachten wir stattdessen ein Medienphänomen, das tatsächlich das Zeug hat, uns wirklich weiterzuhelfen. Die Customer Journey. Es gibt seit Monaten kaum einen Fachartikel oder eine Keynote, die es schafft, ohne den Begriff Customer Journey auszukommen. Das liegt daran, dass es dafür drei verschiedene Definitionen und Anwendungsmöglichkeiten gibt, was das Thema, wie bei jedem Buzz, äußerst verwirrend macht. Für Agenturen, aber noch viel mehr für die bedauernswerten Werbekunden, die wir, wie bei jedem Buzz, auf der Strecke zu verlieren drohen. Der Begriff an sich ist uralt. Die Reise des Kunden ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnete ursprünglich die einzelnen Zyklen, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet. Aus Sicht der Werbung bezeichnet die Customer Journey neuerdings, das ist dann die zweite Definition, auch alle Berührungspunkte, also die Touchpoints eines Konsumenten mit einer Marke oder Dienstleistung. Die Onliner haben diesen Begriff natürlich auch für sich belegt. Für sie bezeichnet er seit einigen Jahren zusätzlich, und damit sind wir bei drittens, die Online-Schnittstelle im technisch verstandenen Sinne. Für sie zielt das Tracking der Customer Journey darauf ab, das Navigationsverhalten eines Webseitenbesuchers und alle seine Interaktionen zu optimieren. Als Customer Journey bezeichnet man also die Reise des Nutzers auf dem Weg zur Kaufentscheidung. Je nach Produkt kann sie von einigen Minuten bis hin zu Wochen und Monaten dauern. Bücher und CDs werden häufig spontan innerhalb von wenigen Minuten online bestellt. Für eine Reise oder ein Auto wird natürlich länger recherchiert. Innerhalb dieser Zeit besucht der User die Webseiten verschiedener Anbieter und kommt dabei natürlich mit Werbemitteln verschiedenster Kanäle in Kontakt. Bei Search, Display und in den Social Media. Das ist schon faszinierend. Via Cookies und Tracking weiß der Online-Planer, seine Systeme wissen das, welche Seiten der User besucht, ob er auf der Website des Kunden war, wie lange er sich dort aufgehalten hat, ob er abgebrochen hat und wie viele Kontakte es noch mit welchen Werbemitteln braucht, bis er endlich kauft. Der Traum des ferngelenkten Verbrauchers wird wahr, wenn man den Onlinern Glauben schenken mag. Ein Mediaagentur-Geschäftsführer meinte kürzlich zu mir in einer Roundtable-Diskussion, er wisse, wann der User 3 Kontakte erhalten hat und dass er nach 4 Kontakten kauft. So einfach ist Werbung heute. Ja, schön wär's. Wäre da nicht die E-Privacy-Verordnung, die die EU-Kommission gerade erließ und die im Frühjahr 2018 wahrscheinlich in Kraft treten wird. Dann ist das Setzen von Cookies ohne Opt-in, somit also das Tracking naiver Endverbraucher, schlichtweg verboten. Aus der Traum, vorbei die Zeiten, in denen uns Hotels, Turnschuhe und Toaster wochenlang folgten. Ich habe heute in der Wirtschaftswoche einen Kommentar dazu geschrieben. Die Hotels sind dabei besonders nervig. Kaum hat man gebucht, folgen sie einem auf Schritt und Tritt. Nein, die Systeme wissen nicht, dass wir gebucht haben, nur dass wir gesucht haben. Das Ergebnis, der Verbraucher springt im Dreieck und verflucht die blöde Online-Reklame. Das Internet hat keinen blassen Schimmer, wer ich bin. Ich bin glücklich verheiratet und nein, ich suche keinesfalls willige Singles in meiner Nähe. Aber erklären Sie das bitte meiner Frau, die sehr wohl weiß, wie Targeting funktioniert. Gleiches gilt auch für die unsäglichen Treppenliftanzeigen, die mir Facebook seit meinem letzten Geburtstag ausliefert. Übertroffen wird dieser ganze Blödsinn nur von den Anzeigen eines japanischen Kettensägenblattherstellers, die mir Facebook ausspielte. Die sind auf der Suche nach einem Vertriebspartner in Deutschland und bei mir bestimmt goldrichtig. Wir wollen besser nicht wissen, was ich gepostet haben soll, um mich zielgruppenpräzise dafür zu qualifizieren. Doch ich hab's recherchiert. Ich hatte einige Wochen davor, hatte ich was geschrieben über den sehenswerten Film Texas Chainsaw Massacre. Dass ich diesen Film mag, darauf lässt sich natürlich schließen, dass ich mich auch für die Sägenblätter interessiere. Schuld an diesem Irrsinn sind Algorithmen.
Gepaart mit Artificial Intelligence werden sie womöglich sogar zu einer Gefahr, angeblich sogar zu einer ernstzunehmenden Gefahr für unsere Gesellschaft und die Grundordnung. Die Soziologin Zeynep Tufekci, Professorin an der Harvard University, hielt bei TED in New York einen Vortrag mit dem Titel We're building a dystopia just to make people click on ads, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Finden Sie ganz schnell bei YouTube. Das ganze Thema ist in der letzten Woche Titelstory im Economist gewesen. Also es ist schon irgendwas dran. Bob Hoffman schreibt dazu in seinem Buch Bad Men, We were taught to fear totalitarian governments. We feared they would know everything about us, follow us everywhere, track our every move, and keep secret files about us, which could be used to influence our lives. We are well on our way to such a nightmare, schreibt er. Except it isn't our government that knows everything about us, follows us everywhere, tracks our every move, and keeps secret files about us. It is the marketing industry. Erste Auswirkungen davon erleben wir bereits heute auf Facebook, wo uns vornehmlich die Nachrichten und Posts mitsamt Fake News in den Stream gelenkt werden, von denen der Algorithmus glaubt, dass sie uns gefallen dürften. Bei der Wahl Trumps fand auf ähnliche Weise so eine Art Online-Gehirnwäsche statt, die Hunderttausende zu seinen Wählern machten, behauptet man. Und ihn bekanntlich zum Präsidenten. Klingt nach Verschwörungstheorie, ist es offenbar leider nicht. Mann, jetzt bin ich schon wieder in der Problemschleife gelandet. Ich wollte doch Lösungen aufzeigen. Und ich habe eine. Ich nenne sie die Physical Customer Journey. Sorry, dass ich jetzt mit einer vierten Definition aufwarte, aber diese lohnt sich wirklich. Die physische Kundenreise löst nicht nur das Problem der bald dank E-Privacy-Verordnung nicht mehr real existierenden Online Customer Journey und diverse anderer vorhin erwähnten Ad-Fraud-Probleme, sie funktioniert sogar. Denn sie findet im Real-Life, im richtigen Leben statt, gänzlich ohne Stalking und ohne Gehirnwäsche. Ich meine Digital Out of Home. Digital Out of Home ist das am stärksten wachsende Werbesegment weltweit. Es wächst stärker als online, in diesem Jahr um 13% weltweit. In Digital Out of Home Deutschland reden wir über fast 120.000 digitale Screens, die längst aufgebaut wurden. In Supermärkten, Elektronikmärkten, Kinos, Fitnesscentern, Taxen, Bars und Fastfood-Restaurants. An Flughäfen, Raststätten, Bahnhöfen, im öffentlichen Personennahverkehr, überall. Digital Out of Home erreicht damit die attraktivsten Zielgruppen, die Massenmedien je zu bieten hatten. Noch wird Digital Out of Home der Außenwerbung zugeordnet und macht hierzulande bereits ein Viertel der Spendings in diesem Bereich aus. Doch das junge Medium fasziniert Kunden und Agenturen gleichermaßen deshalb, weil es die Vorzüge der analogen Medienwelt mit allen Vorteilen der digitalen Welt kombiniert. Digital Out of Home erzeugt einerseits Reichweiten, wie wir sie von TV und Radio kennen und bei Online schmerzlich vermissen, wird andererseits aber digital ausgespielt. Digital Out of Home erreicht innerhalb einer einzigen Woche 3/4 aller 20- bis 29-Jährigen und fast 80% aller Entscheider. Es lässt sich nach Zielgruppen, Uhrzeiten und jeder anderen Komponente, die wichtig erscheint, sehr bald auch programmatisch aussteuern. Und mit den Zielgruppen kommt die Physical Customer Journey ins Spiel. Wenn wir wissen, welche Wege unsere Zielgruppe durch die Stadt nimmt und dabei an welchen digitalen Touchpoints auch entlang geht, können wir unsere Werbung gezielter denn je ausspielen. Wir erreichen Customers auf ihrer Journey, ohne sie dabei zu stören. Eingangs hatte ich Bier und Kaffee als Beispiele herangezogen für Werbung, die weiter vom Konsum oder vom Kaufort entfernt gezeigt wird, als man sich nur vorstellen kann. Der Traum der Werber besteht im Gegensatz eigentlich darin, die Menschen unmittelbar vor ihrem Konsum oder dem tatsächlichen Kaufakt noch einmal anzusprechen. Das hat zwei sehr simple Gründe. Erstens, die entscheidendsten Kontakte, die wir erzeugen können, sind der erste, the first cut is the deepest, und eben der letzte Kontakt. Und zweitens, etwa 70% unserer Kaufentscheidungen treffen wir spontan,
emotional und unmittelbar vor dem Kauf am POS oder Point of Consumption. Deshalb will die Werbung mit dem letzten Kontakt genau hier punkten. Den Papierplakaten ist das nie ganz gelungen, sich an dieser Stelle unverzichtbar zu machen. Das ist der Ansatzpunkt für Digital Out of Home. Was könnte bitte wirksamer sein, als für Kaffee, Bier oder Cola genau dort und dann zu werben, wenn der Konsum unmittelbar bevorsteht? Bei der Pause im Shoppingcenter, unmittelbar vor dem Abflug am Flughafen, in der Taxe auf dem Weg zur Kneipe. Was könnte wirksamer sein, als beispielsweise Autofahrern Werbung für Pkw-Marken, Reifen oder Öl dann zu zeigen, wenn sie an der Raststätte eine Pause einlegen? Das macht bisher niemand. Also heißt es nun, the winner takes it all. Es ist sogar nachweislich wirksam. Die Werbewirkungsforschung, die bislang durchgeführt wurde, zeigt ein Plus von 20% bei der ungestützten Markenbekanntheit, Beispiel der Monster-Kampagne, das Jobportal, oder eine Steigerung der Shop-Besucher um 80%. Werbung wirkt eben. Sie wirkt halt noch besser, wenn wir den richtigen Verbrauchern mit der richtigen Botschaft im richtigen Augenblick erreichen. Weiß jeder, will jeder, jetzt kann es endlich jeder haben. Ich mag den Begriff Relevanz nicht sonderlich, weil er in den letzten Jahren ziemlich überstrapaziert wurde. Aber hier trifft er zu. Mit Digital Out of Home treffen wir die richtige Zielgruppe mit einer relevanten Botschaft im richtigen Augenblick. Man sollte sich allerdings die Mühe geben, seinen Content der Situation auch anzupassen und nicht in den gleichen Fehler verfallen, der uns bei Online schon zum Verhängnis wurde. Einfach nur die bestehenden Werbemittel zu adaptieren. Ist es nicht seltsam? Für jedes neue Medium, das entstanden ist, haben wir eigene Werbemittel erfunden. Für Print die Anzeige, für Außenwerbung das Plakat, für Radio den Audiospot, für das Fernsehen den TV-Spot. Nur für Online haben wir kaum Neues entwickelt. Wir haben einfach unsere Anzeigen und Plakate zu Bannern verkleinert und unsere TV-Spots zu Bewegtbild umdefiniert. Und wundern uns, dass Online-Werbung nicht funktioniert. Machen wir den gleichen Fehler nicht noch einmal. Online, das sollten wir inzwischen doch gelernt haben nach 25 Jahren, funktioniert dann großartig, wenn wir Werbeformen einsetzen, die auf die einzigartigen Stärken von Online aufsetzen. Digitale Showrooms, Fahrzeugkonfiguratoren, Vergleichsrechner für Versicherungen oder Strom. Komisch, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist. Und wir immer noch Banner schalten und mit Layer-Ads Inhalte verdecken, die aus gutmütigen Menschen wutschnaubende Adblocker machen. Aber zurück zu unserer neuen Wunderwaffe entlang der Customer Journey. Wann macht Digital Out of Home am meisten Sinn? Wann und wie entfaltet die digitale Außenwerbung ihre größte Kraft? Natürlich in Kombination mit anderen Medien. Und dann, wenn sie Defizite der anderen Medien auszugleichen versteht und zusätzliche Werbekraft mit dem passenden Content entwickelt. Im Media Mix lag schon immer die geheime Superkraft der medialen Wirkung. Fakt ist, alle Massenmedien verlieren Reichweite. Nach Print hat es nun auch das Fernsehen erwischt. Die fehlende Reichweite ergänzt Online nur unzureichend, weil es selbst viel zu wenig Penetration aufbaut. Und weil es nun mal kein geeigneter Ersatz ist für die One-to-Many-Kommunikation der Marken, die die Unternehmen mit den höchsten Spendings suchen und brauchen. Digital Out of Home ist die ideale Ergänzung zu TV. Digital Out of Home ist eine kongeniale Ergänzung zu Online und Mobile, weil es digital kann und Bewegtbild zu seinen Stärken zählt. Und weil es mobil nun einmal in der DNA hat. Wussten Sie, dass 3/4 der Online-Nutzung in Wirklichkeit stationär stattfindet? Zu Hause, am Arbeitsplatz oder beim Kaffeetrinken mit Oma? Und im Gegensatz zu Mobile Advertising ist bei Digital Out of Home tatsächlich auch Platz für Werbung und die Aufmerksamkeit der Verbraucher ungetrübt. Die Werbung folgte stets dem Grundsatz Money follows eyeballs. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kommunikation, nämlich seit dem Missbrauch des Internets für nervende Reklame, funktioniert diese Regel nicht.
Digitale Screens an Touchpoints, an denen wir die Verbraucher zuvor nie erreichen konnten, eröffnen da eine neue Werbewelt. Nennen wir es Money Follows Motion. Wir folgen dem Bewegungsmuster der Verbraucher, ohne sie zu nerven. Doch damit nicht genug. Nun träumt gerade der digitale Werbemarkt von mehr. In Digital-out-of-home-Werbeflächen eingebauten Beacons, die Handys erkennen und Push-Nachrichten versenden. Von Gesichtserkennungssoftware, die individualisierte Werbebotschaften entsendet. Das ist technisch machbar. Es wird da bereits experimentell eingesetzt und ist wahrscheinlich das Dümmste, was wir machen können. Egal, es würde durch die E-Privacy-Verordnung ohnehin verboten. Ich will niemand in die Suppe spucken, aber an dieser Stelle mit einem Missverständnis aufräumen. Das moderne Marketing hat nicht die vordringliche Aufgabe, Menschen zu beobachten und Daten über sie zu sammeln. Bereits heute sind über jeden US-Bürger 4.000 bis 5.000 Daten angesammelt worden. In Deutschland nähern wir uns dem in Riesenschritten. Ich halte das für falsch. Marketing und Werbung haben die Aufgabe, Menschen zu umgarnen, sie einzuladen, Marken sympathisch und begehrenswert zu machen, nicht den Menschen Angst einzujagen. Und doch tun wir es. Sprachassistenten hören unsere intimsten Gespräche mit. Digitales Spielzeug, die Gespräche unserer Kinder. Größtenteils inzwischen verboten wieder. Facebook kennt unsere politischen und sexuellen Vorlieben, unsere Launen und, wie wir leider erfahren haben, auch die Depressionen. Saugroboter scannen unser Heim und verkaufen die Daten weiter. Google besitzt unsere Kreditkartenumsätze. Amazon will unsere Kühlschränke überwachen und natürlich auffüllen. Und neuerdings, dass wir mit Hilfe digitaler Schlüssel Paketboten Zutritt zu unserer Wohnung gewähren. Na, viel Spaß. Die Menschen würden Push-Werbung vor jedem Geschäft, an dem sie vorbeigehen, nicht dulden. Supermärkte mit Gesichtserkennung würden sie meiden, wie ein Test bei Real eindrucksvoll zeigte. Und dass die Gesichtserkennung an Digital-out-of-home-Flächen nicht funktioniert, weil die erkannten Menschen längst weitergegangen sind, das werden die Anbieter auch noch rechtzeitig merken. Nein, machen wir nicht immer wieder die gleichen Fehler. Nutzen wir wenigstens das neue Medium Digital-out-of-home für das, was es am besten kann. Im richtigen Augenblick mit einer relevanten Botschaft werben. Nutzen wir die Chancen der programmatischen Ausspielung, aber diesmal ohne die 60% Geldverschwendung, die Ubiquity leider Gottes für online feststellte im Auftrag der Kunden. Nutzen wir die neuen digitalen Screens für das, wofür Werbung einst erfunden wurde, um Absatz und Umsatz zu steigern. Weil wir die Verbraucher im genau richtigen Augenblick daran erinnern, dass jetzt der genau richtige Augenblick ist, die Marke, die sie kennen und lieben, jetzt zu konsumieren, jetzt zu kaufen. Genau das kann Digital Out of Home gezielter und überlegener als jedes andere Medium im Mix. Advertising is selling more stuff to more people, more often, for more money. Dieser elegante Spruch des ehemaligen CMO von The Coca-Cola Company, Sergio Simon, gehört an jeden Spiegel. Und an die Stirn mancher Werber und vor allem der vielen Mediaplaner, die ihre Profession neuerdings ganz offensichtlich missverstanden haben. Unsere Aufgabe besteht einzig darin, einen Return on Investment zu erzeugen, analog wie digital. Die Möglichkeiten, die uns die digitale Medienlandschaft dazu bietet, sind immens und grenzenlos. Aber, wie wir unschwer erkennen können, noch lange nicht richtig genutzt oder gar ausgereizt. Wir reden hier und heute den ganzen lieben Tag über Connecting Consumers und Customers, in eine Verbindung mit den Konsumenten zu treten, die alle glücklich macht. Erstens, achten Sie bitte auf die Reihenfolge, erstens die Verbraucher, zweitens unsere Kunden und drittens, nicht zu vergessen, uns selbst. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Erst die Verbraucher. Nehmen wir die Herausforderung an. Machen wir unsere Kampagnen wirksamer, machen wir aus den digitalen Kontakten, aus dem schier unendlichen Kosmos der Touchpoints, endlich das, was unsere Kunden von uns verlangen. Einen Hebel für erfolgreichere Kommunikation. Vor allem aber eine Plattform für Werbung und Dialog, die unsere Zielgruppen gefällt. Sie werden es uns sprichwörtlich zurückzahlen. Sie nennen es nur nicht Return, sondern schlicht und ergreifend Konsum.
Ich danke Ihnen sehr.